Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zurück bei den Broken Chains. Wir werden jetzt zum allerersten Mal unsere Spezies anfangen zu modifizieren. Jetzt muss ich gerade im Modus mal gucken, wo meine Hauptspezies ist, verdammte Axt nochmal. Denn wir haben inzwischen schon eine ganze Menge in unserem Reich. Gott, da sind sie doch. Holy moly. Also, wir haben eine ganze Menge Brokoll, die ich jetzt hier ganz, ganz gerne verändern möchte. Denn wir haben, glaube ich, jetzt alle Boni, die wir uns nur wünschen könnten. Also wir können jetzt jede Menge Unfug mit der Genetik machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Vorlage erstellen und mal ihre ganzen negativen Traits rausnehmen. Also wir haben jetzt momentan natürlich noch Knospen und invasive Spezies. Das können wir, glaube ich, jetzt rausnehmen. Die invasive Spezies. Wir können, Gott, oh Gott, will ich die den exotischen Metabolismus mit reinnehmen? Das ist ein teurer Spaß. Giftig, nein, auf gar keinen Fall. Anorganischer Atem auch nicht. Inkubatoren ist nicht mit Knospen kompatibel. Drachenschuppig. Jeder Bewohner, der den Lebensstandard eines Sklaven oder höher hat, produziert monatlich Legierung? Eines Sklaven oder höher hat? Ich bin gerade total baff. Das sind, warte mal, wie viel macht das? 0,025. Bei 258 Pops. Ja, das ist jetzt nicht so viel. Da sind wir so bei ungefähr 5 Legierungen. Wenn ich mich gerade eben nicht völlig verrechnet habe. Also, ne, nicht vergessen, ne, das Ganze mal 100. Dann sind wir halt bei 2,5. Also sind so 5, 6, höchstens 7 Legierungen. Ist jetzt nicht so stark, wie ich gedacht habe. Das hier wiederum, natürlicher Maschinist, finde ich wiederum cool. Aber da sollte ich, glaube ich, meine Pops auch auf den entsprechenden Planeten, glaube ich, jetzt hier mal in Angriff nehmen. Baugeschwindigkeit, organische Bewohner, Wohnraumnutzung reduzieren. Kann sich nicht auf natürliche Weise vermehren. Das ist eher wieder doof. Wir machen jetzt erstmal eine allgemeine Spezies. Genau, mehr Bewohnbarkeit. Also wir werden jetzt robust. Aus unserer ursprünglichen invasiven Art, ne, wir sind ja ein Unkraut, werden wir jetzt robust. Das finde ich gut. Robust kostet auch schon einige Punkte. Wollen wir fruchtbar sein? Ne, wir machen hier nochmal... Ne, abgeklemmte Nerven machen wir auf gar keinen Fall. Da sind wir im Arsch. Nahrung aus Viehbestand. Ne, wir werden uns nicht selber köstlich machen. Radiotroph. Wollen wir Radiotroph werden? Ne, das ist... Wobei, auf der anderen Seite, das ist mega gut. So viel Energy Credits, wie wir momentan bereits produzieren, könnten wir das glatt machen. Ersetzt 50% des Grundnahrungsbedarfs durch Energie. Diese Energie erhalten... Ja, wir werden radiotroph. Für uns ist das jetzt mega mächtig. Belastbar. Langlebig. Wir können leider nicht sehr langlebig werden. Kostet 4. Es sei denn... Ich hole mir irgendwas, das minus 2 ist. Ja, wir machen die psychologische Infertilität. Das bedeutet, dass wir halt im Krieg weniger Bewohnerwachstum haben. Aber ganz im Ernst, wir werden nicht mehr so viele Kriege erleben. Wir werden einen Krieg erleben und der ist gut. Beziehungsweise, wenn man macht, dass sie sich nicht automatisch fortpflanzen können, hätte das auch... Egal, wir machen jetzt auf jeden Fall jetzt hier mal... Das ist jetzt hier die New Brokoll, keine Ahnung, die New Brokoll Variante. Also New Brokkoli. Ja, Brokkoli bleibt. So. Vorlage erstellen. Vorlage anwenden. FS. Log updated. Und danach werden wir dann auf dieser Basis spezialisierte machen, die dann zum Beispiel mehr
Legierungen produzieren für bestimmte Planeten. Ihr kennt den Spaß. So, was haben wir hier noch? Hier habe ich wieder keine Möglichkeiten. Hier sorgen wir nochmal für ein bisschen mehr Wachstum. Wird nicht allzu lange dauern, bis wir diese Boni alle durch... Oh Gott, oh Gott. Ich hole mir das jetzt hier. Wie sieht es jetzt aus mit meinen weiteren Möglichkeiten? Oh, geil. Das ist gleich fertig. Ich glaube, das ist sogar schon die letzte Stage. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Dann könnten wir noch weitere Wunder produzieren. Also die Ring, den Ring abschließen und so weiter. Ja, 2000 Mineralien aus der Dyson-Sphäre. Dann machen wir hier noch weiter bei dieser anderen Ringsektion. Und ihr seid hier auch bald fertig. Bin gespannt. Ich glaube, die machen dann so 3000 Energy Credits pro Monat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist halt alles eine Weile her bei mir, ne? Very long ago. Weiter geht's. Die zweite Kammer. Die zweite Kammer ist reichlich unscheinbar, abgesehen von einem weiteren Satz von Alien-Glyphen über einer geschlossenen Tür. Sie besagen, kleine Könige erließen Edikte in meinem Namen. Imperien führten zu meinem Ehrenkrieg. Narren sangen meine Lobeshymne. Ich aber hatte nichts davon. Es wurde noch kein weiterer geheimer Wandschalter gefunden, der Zugang zur dritten Kammer bieten würde. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Die Leute verteilen sich nach wie vor auf Planeten, wo noch Arbeitsplätze sind, was ich gut finde. Boah, ist man mal einfach hier 1K plus, hier 1K plus, ne? Was bietet ihr? Der reisende Zerstörer. Ich werde ihn einfach kaufen und direkt verschrotten. Wo ist der reisende Zerstörer? Da ist er. So, den schicke ich direkt hier zu, nach Schrotter. Oh, ich darf da nicht durch. Dann schrotten wir ihn einfach so. Ich habe ihn nur deswegen gekauft, damit ich wieder neue Angebote von ihnen bekomme, ne? Das ist der Grund, warum ich das getan habe. Wir werden hier nochmal eins mehr kaufen. Die dritte Kammer. Nach einer langen und anstrengenden Suche wurde ein geheimer Hebel unter dem Boden gefunden, der Zugang zur vierten Kammer bot. Nach wie vor schmückten fremde Glyphen die Wand über einer weiteren Tür. Wer die Zar-Clan antreffen will, muss zuerst den Weg finden. In jeder Kammer gibt es einen versteckten Schlüssel, der gedreht werden muss, um fortzufahren zu können. Der Zweck dieser Herausforderungen wird schon sehr bald enthüllt werden. Naja, damit man sich würdig erweist und so ein Käse, ne? Wie sieht's jetzt hier mit diesem Krieg aus? 56% Kriegsmüdigkeit Verteidiger. Ich glaube immer noch, dass die Verteidiger sind in diesem Zusammenhang. Und ich hoffe, dass es da oben zu einer ordentlichen Schwächung ihrer Verbündeten kommt. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es da reingeschafft haben, aber egal. Hier gibt es übrigens immer noch jemanden, mit dem ich kommunizieren könnte. Machen wir mal. Ich möchte hier den letzten Kontakt noch hergestellt bekommen. Ich stehe zu meinen Schiffe. Alles gut. So, die vierte Kammer. Dieses Mal war der Hebel in der Decke verborgen. Die fünfte Kammer enthält weitere Alien-Inschriften. Es gibt keinen. Die Herausforderungen sind genauso bedeutungslos wie diese Worte. Dies ist meine Lektion. Ich bin Zarklan der Bauer. Gegen meinen Willen mitgerissen von den Strömungen der Geschichte. Geht weiter. Und die Audienz gehört euch. Sollte dieses noch von eurem Interesse sein. Die nächste Kammer ist wahrscheinlich die letzte. Possible. Very possible. So, unsere Spezies ist modifiziert. Jetzt warten wir mal einen Monat ab und gucken mal, ob das jetzt hier die Nahrung und die Energy Credit Situation verändert. Ja, also die Nahrungssituation hat sich dadurch krass entspannt. Die Energy Credit Situation hat sich kaum verändert. Ich kann mich also definitiv nicht beklagen. Der Plan ging auf. Also. Die kann ich ja leider nicht modifizieren, weil die jetzt hier psionisch sind. Diese komischen Brokkols hier.
Naja, es sei denn, kann ich das wieder rausmachen? Vorlage erstellen. Nee, das ist nicht diskutabel, wie wir hier gerade eben sehen. Ich nehme mal hier diese negativen Traits alle raus. Ne? Invasive Spezies auch. Phototroph. Radiotroph nehmen wir rein. Dann, was hatten wir denn noch? Wo ist es denn? Dieses Gedöns. Nicht invasive Spezies. Drachenschuppig auch nicht. Was? Tankgeboren? Nein. Gebildet. Doch, robust. Natürlich, es sollte robust sein. Und dann wollten wir sie natürlich noch langlebig machen. Das Problem ist, das kriegen wir, glaube ich, jetzt hier nicht mehr rein. Weil ein minus 2er hier nicht reicht. Das hier ist halt auch ein... Nee, das kostet nur... Hä, wie geht denn das? Okay, dann verstehe ich das nicht, was jetzt hier gerade eben passiert ist. Dann bleiben wir halt bei Phototroph. Gut, dann seid ihr jetzt Phototroph. Ich werde das jetzt hier anwenden. Auf alle. Dauert 2 Monate. Dann sind die wenigstens auch alle schon mal geupdatet, ne? So, Abschluss. Die letzte Kammer. Nach einer zermürbenden Suche wurde der letzte Schlüssel in Form eines winzigen Schalttafels in einer der geschnitzten außerirdischen Glyphen entdeckt. In der letzten Kammer hält ein gigantischer Thron die zusammengesunkene und bewegungslose Gestalt einer großen humanoiden Figur. Ein schrecklicher Geruch weist von dem verfallenen Körper dieses Wesens hin. Einige Glyphen am unteren Rand des Throns lesen sich einfach: Zarklan zu euren Diensten. Der Körper ist zu verfallen, um ihn zu bewegen, aber der Kopf ist angesichts seines Alters überraschend gut erhalten. Da manche Archäologen nicht mit leeren Händen gehen wollen, verwenden sie einen Laserschneider, um den Kopf vom Körper zu trennen. Und jetzt werden wir von der stagnierenden Vormacht und den heiligen Wächtern hier kontaktiert. Es ist also wahr. Ihr habt das legendäre Grab des Zarklan gefunden. Als es mir die Auguren sagten, glaubte ich ihnen nicht, aber die Beweise sind unwiderlegbar. Ist es wahr, dass sie sich den Kopf des Propheten in eurem Besitz befindet? Ja, das ist der Fall. Und er stinkt. Somit wurde wie vorhergesagt die Auserwählten des großen Zarklan endlich enthüllt. Wie es der Wunsch des Zarklan gewesen ist, könnt ihr mit allen unbesiedelten heiligen Welten nahe unseres Raumbereichs tun, was immer ihr möchtet. Es gibt auch viele fromme Pilger auf Himmelsthron, die sich sehr geehrt fühlen würden, unter eurem Banner kämpfen zu dürfen. Ja, das ist jetzt sehr, sehr witzig, weil dadurch sind wir halt der Auserwählte, ne? Und wir haben die Handelsbörse jetzt hier auch noch kennengelernt. Momentchen mal. Ich will jetzt gerade eben mal gucken, wo sich der Kollege befindet. Wo sind die gefallenen Reiche? Da, die heiligen Wächter. Mit denen würde ich ganz, ganz gerne mal gesprochen haben. Ach, die sind da unten. Ja, okay. Da kann ich nicht viel mitmachen. Aber egal. Wir haben jetzt nämlich jetzt hier die Möglichkeit, wie gesagt, hier mit dem Zarklan hier zu machen, was wir wollen. Passive Fähigkeit erlaubt das Besiedeln heiliger Welten, was totaler Müll für uns jetzt hier ist. Positiv ist, wir sollten ihn nie aktivieren, sonst werden wir spirituell. Wir würden halt auch tatsächlich Flotten von einem gefallenen Reich bekommen, aber das brauchen wir nicht. Wie gesagt, das brauchen wir nicht. Witzig, dass wir das noch bekommen haben, aber es ist für uns leider sehr, sehr nutzlos. Die nächste Spezies-Modifikation ist abgeschlossen. Gut. Dann machen wir noch die letzten hier, was nach wie vor ziemlich lächerlich eigentlich ist, aber egal. Invasive Spezies kommt raus, robust kommt rein. Die negativen Traits fliegen raus. Wir machen euch sehr, sehr langlebig, geben euch auch hier die psychologische Infertilität
Und das dann noch. Ja, noch wählbar. Eins ist mir völlig egal. Vorlage erstellen. Hä? Ah, da ist es. Hat gerade eben länger gebraucht. Log updated. So, dann habe ich diese Spezies jetzt hier auch abgedatet. Das ging sehr schnell. Energiewaffen sind am Start. Es gibt... Oh, die könnte ich jetzt aufwerten. Das werden wir nicht tun. Ich habe von denen hier auch schon eine ganze Menge. Boah, die sind verstrahlt, wie krass. Kann ich euch eigentlich umwandeln? Also ich werde auf jeden Fall dieses Verstrahlt, Bewohnbarkeit, Tote Welt, Lebensdaueranführer lassen. Die sind schon kybernetisch. Oh Mann, oh Mann. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich an denen hier noch irgendwie rumschrauben will. Ich muss mal gerade eben mal ordnen. Was sind die Spezies mit den meisten Bewohnern bei mir? Die hier noch. Von denen hier habe ich noch richtig viel. Da könnte es sich noch lohnen, noch Änderungen vorzunehmen. Mineralien machen die aus Jobs. Ersetzt den Grunderhalt von Mineralien durch Energie. Also die futtern auch Energie. Belastbar. Nee, 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 nee. Ihr werdet auch robust. Ihr werdet auf jeden Fall auch robust. Wo haben wir es denn? Ich find's einfach nicht. Hier ist nur belastbar. Ich sehe die Mauer nicht. Das ist doch dieses Mauersymbol. Möglicherweise haben Lithoiden das nicht. Ist nur so ein Gedanke. Möglicherweise haben die so. Wisst ihr was? Ich mache die zu Drachen. Ich mache die Drachenschuppig einfach, weil ich Bock dazu habe. Dann mache ich die Arbeiterzufriedenheit weg und die psychische Infertilität, die können wir bei denen lassen. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Jeder Bewohner, der die Lebensstandard als lange hilft bei der, Bewohnermontage. Warum nicht? Abgeklemmte Nerven bestimmt nicht. Sowas machen wir nicht. Dann halt sehr stark. Vorlage erstellen. Wo sind sie? Das da unten ist es. Vorlage anwenden. Uff, alles. Mal gucken, wie viel es betrifft. Das wird wahrscheinlich genügend betreffen. Wird nicht mehr lange dauern. Ich meine, wir könnten uns auch woanders angucken. Es sind halt für einfach 5 Monate. La 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 la. Okay, diese 5 Monate sind ätzend lang. Die Enklave zahlt dann die Dividende und eine Übersetzersoftware hat einen Fehler gehabt, aber es ist irrelevant. So, Situationsprotokoll. Ja, es ist gleich fertig. 1 Monat noch. Nice. Jetzt haben wir die nächstgrößere Spezies jetzt bei uns hier überarbeitet. Die kleineren sind mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt fast egal. Also mir geht es eher darum, dass ich jetzt hier noch spezialisierte Spezies mache. Also ne, mache ich eine weitere Vorlage, wo ich einfach sage, ja, also die müssen jetzt hier nicht unbedingt... robust sein. Ja, wobei. Radiotroph. Ne, wir machen das Radiotroph dann bei denen hier wieder raus und sorgen dafür, dass die sowas wie gebildet sind. Wo ist das? Gebildet. Da ist es. Das kostet halt 4 Punkte. Puh. Ne, dann nehme ich die Knospung raus. Also, dann sind die gebildet. Noch 2 wählen. Die Frage ist, ob ich noch irgendwas wählen will. Nee, das ist dann der Science Call. Also, dass wir gleich sehen, was das sind. Das sind jetzt hier quasi die Science Brokkol. Ach, bleib einfach hier bei Brokkoli, okay. Zack, Vorlage erstellen. Die Science Brokkol werden angewendet, das muss ich gucken, die werden auf jeden Fall auf
Oh, es gibt da gar nicht so viele Möglichkeiten, das anzuwenden. Ah, doch, hier. Also wir müssen sie auf jeden Fall auf der Sim-Kolonie anwenden. Gott, erstmal finden vor Lachen. Das erzählt mir nicht, dass ich keinen einzigen auf der Sim-Kolonie habe. Hallo? Doch, hier. Hier, auf jeden Fall auf der Sim-Kolonie. Ja, da werde ich sie erstmal nur da anwenden. Exklusiv sozusagen, für nochmal ein bisschen mehr Forschungsgeschwindigkeit. Aber ich möchte das jetzt hier nicht die ganze Zeit machen, ne? Ich möchte bloß zeigen, dass man das machen kann, sich darin radikal verlieren kann, wenn man das möchte. Das hier klicken wir jetzt mal weg. Wir bereiten ja schließlich einen weiteren Krieg vor. Allerdings dieses Mal keinen Vernichtungskrieg. Oh, wir können eine weitere Flotte übrigens erschaffen. Wir werden eine weitere Flotte erschaffen. Wir werden eine Flotte erschaffen. Warte mal, wie viel... Ich kann noch mehrere Titane haben. Wir werden wieder einen Räger-Titan mit reinnehmen. Dann nehmen wir wieder ein Träger-Schlachtschiff, Linien-Schlachtschiff und Kreuzer mit rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nochmal 10, sind wir bei 20. Ja, das sieht gut aus. Gut. Also schaffen wir eine weitere Flotte für den nächsten harten Schlag. Den sie sich auch mehr als verdient haben. So, kinetische Artillerie ist am Start. Juggernaut. Weltenbrecher brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt aber jetzt hier natürlich schon wieder Schiffe, von denen wir aber feststellen, ne, die werden jetzt hier schön überarbeitet werden. Bei der Generatorwelt ist sogar noch was machbar. Construction complete. Flottenmanöver. Admiral Gaia Longiniab hat Pläne für ein ausgedünntes Flottmanöver entworfen, in der ein Großteil unserer Schiffe teilnehmen soll. Wo soll das sein? Hier. Kann ich mit leben. Long updated. Das machen wir. Und dann werden wir uns die Jungs hier noch... Die werden wir uns jetzt auch noch gleich noch einverleiben. So. Ships upgraded. Dann geht ihr jetzt mal dahin. Und werdet dieses Flottenmanöver in Angriff nehmen. Ships upgraded. Hier geht er auch noch mit hin. Und wir werden diesen Maschinen jetzt gleich noch unterwerfen. Wobei ich noch nicht so hundertprozentig sicher bin, wie ich das am Ende handhaben will mit denen. Okay, also die sind alle geupgradet. Gut, dann könnt ihr alle da hingehen. Was? Das vengralische Triumvirat wurde zerstört? Machen die das? Ich bin gerade eben ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt deswegen, was diese Maschinenintelligenz da gerade eben getan hat. Äußerst entsetzt, wenn ihr mich fragt. Wo sind denn jetzt hier die Brokoll, die New... Ich will die New... Oh Gott, ich habe so viele Varianten. Science Brokoll, New Brokoll. Dankeschön. Dankeschön. Ich war gerade nicht fähig, sie mir näher anzuschauen. Oh, warte mal, das kommt, das ist ja auch cool. Die sind jetzt gerade eben fertig geworden. Gerade eben fertig geworden. Warum kann ich das hier nicht kolonisieren? Ach, da ist schon eine geplante Kolonie, da will ich nichts gesagt haben.
Stimmt, ich habe die ja gerade eben dahin geschickt, oh Mann. Hier ist nochmal ein weiterer Gouverneur. Fruchtbarkeitsprediger ist jetzt hier eher nicht so. Ja, dann sage ich aber mal, er ist kompetent. Und dann haben wir nochmal einen weiteren Gouverneur. Händler oder Lebensdauer an für... Ja, dann nehmen wir den Handelswert. Ein bisschen Handelswert ist es mir wert. So, das strategische Koordinationszentrum. Would be nice, if you ask me. Fangen wir jetzt mal hier an zu bauen. Wie weit seid ihr hier? Ja, es gibt sogar noch eine weitere Stufe. Oh, holy moly. Hier werden ganze Spezies gerade ausgelöscht. So, geht mal dahin alle. Projekt erforschen, Freunde. Wir machen das Flottenmanöver. Wir holen uns auch noch einen weiteren Admiral. Im Idealfall einen super heftig. Wir nehmen dich. Und danach werden wir, wie gesagt, den hier uns holen. Eroberung, Anspruch, genau. Das ist tatsächlich ein Anspruch, den wir da durchsetzen können. Und ich habe nicht vor, sie hier gewähren zu lassen, diese komischen Toaster. Die, wie gesagt, andere Spezies ausgelöscht haben. Oder eine andere Spezies. Ihre Erschaffer, Heiligsblechle. Was bist du für einer? Okay, ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den Gießereibonus. Establishing Colony. Da geht jetzt ein bisschen was, Freunde. Special Project complete. Wir haben jetzt schon das entsprechende Jahr. Wir könnten also den Krieg bereits... Oh, ist es schon vorbei? Ist es schon vorbei? Ohne eine weitere Meldung. Na gut. Ich sehe jede Menge getarnte Flotten. Also wie gesagt, die wollen sich nicht unterwerfen. Wir erklären ihnen jetzt den Krieg. Anspruch, go. So, Dele, dann werden wir die jetzt hier sofort von uns erobern lassen. Kommt jetzt nicht so gut an bei vielen anderen Spezies. Ja, die werden sich auch wieder erholen davon. Würde ich mal behaupten. Wow, das ging schnell. So, die sind fertig. 001 ist besiegt. Ey, ohne Witz. Also ich meine, allein deswegen, ne, muss man das eigentlich machen. Wie viele Unerwünschte sind das? Oh, die ganzen Roboter sind hier unerwünscht. Ja, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Und ich möchte definitiv hier keine Roboter mehr bauen. Definitiv nicht. Das hier wird auch abgerissen. Das braucht man nicht. Das hier wird abgerissen. Das brauchen wir nicht. Wir werden stattdessen hier eine Genklinik reinsetzen und einen Klontank. Uralte Raffinerie. Kann ich die eigentlich noch mal? Ich weiß es gerade eben nicht mehr. Moment, ich muss gerade mal gucken. Kann ich die überall reinmachen? Oder geht die nur einmal insgesamt? Nee, die kann man überall reinmachen. Oh, kacki kacki. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, ja, geht in der Leistung. Who cares? Alle Mann zurück und ihr werdet nochmal geupgradet. So, wunderbar.
Da ist nämlich eine veraltete Technologie am Start. Ja, das können wir machen. Ich mache gerne einen Handelspakt wieder mit euch. Ist der auch schon fertig? Tatsache, da ist der nächste fertig. Also, dann können wir jetzt euch auch noch kolonisieren. Neue New Procol, Tertitus. Dann können wir... Du machst ja gerade gar nichts. Nach der... Riesiges Orbital, kleines Orbital, Orbitalring, Hyperrelay, Quantenkatapult, Mega-Schiffswerf, strategisches. Ich will den... Die Wachmatrix. Kann ich die direkt hier noch reinmachen oder ist dafür kein Platz? Ne, das geht hier nicht. Da brauchen wir, glaube ich, auch einen Stern für... Ne, brauchst einen Gasriesen. Okay. Die Wachmatrix. Jetzt fangen wir an, sie auszuspionieren. Gut, ja, wir sind jetzt hier... Ey, ganz im Ernst, das kann mir so egal sein. Ja, wir sind jetzt halt vollgelaufen. Was soll ich machen? Wir werden überall volllaufen, wenn wir so weitermachen. Wir werden einfach überall volllaufen. So, und dann damit sind wir jetzt wieder am Ende der Folge angekommen, Leute. Wir haben hier eine sehr, sehr wichtige Sache gemacht. Das hier kann, nein, nicht verbessert, sondern herabgestuft werden. Warum auch immer der sich nicht zurückgemacht hat, ich weiß es nicht. So, wir machen beim nächsten Mal weiter und beim nächsten Mal ist dann quasi der Plan da. Ne, also noch läuft ja dieser Krieg, aber wir können ja dann tatsächlich anfangen in diesem Krieg. Nein, nicht euch. Ich will eigentlich... Wo sind die Sim? Genau. Endlich Bedrohung beseitigen. Rache. Wobei der Witz ist, man könnte sich sogar wirklich tributspflichtig unterwerfen. Was natürlich auch eine schöne Ironie wäre. Aber egal. Es geht um Rache, Leute. Es geht um Rache. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.